Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mein Lieblingsboy Schmöckerle. Was geht, Schmocki? Na? Guten Abend, meine Damen und Herren. Alter, ich habe richtig gute Laune, Schmocki, Junge. Ich habe richtig, richtig Bock, Digi. Mach dich bereit, denn wir versuchen heute was ganz, ganz Besonderes, meine Freunde. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel und Thumbnail erkennen können. Wir werden heute versuchen, als Skin unsere Größe zu ändern. Es gibt nämlich einen kleinen und feinen Bug, den wir tatsächlich im Creative machen können. Das ist so ein bisschen wie das Ding, was wir gemacht haben mit dem ins Weltall fliegen, Leute. By the way, nochmal fettes Dankeschön für die, glaube ich, 700.000 Aufrufe darauf. Das schmeckt auf jeden Fall, Alter. Das sage ich schon mal gar nichts. So. Das ist lecky, lecky, lecky. Schmocki, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in deine Insel rein. Dann usen wir die. Ich glaube, das ist deine One-by-One-Insel hier, ne? Ja, genau. Ist nicht schlimm, Bro. Ist nicht schlimm. Pass auf. Eigentlich ist es relativ simpel. Schmocki, wo ist denn der Rift zurück zu deiner Insel? Da vorne ist er. Guck mal hier. So. Alles, was wir brauchen, Schmocki, ist tatsächlich eine Prop-Gun. Die finden wir bei den Verbrauchsgegenständen, wenn ich mich nicht irre. Oder ist es sogar. Nee, sie ist bei den Waffen, Alter. Okay, ich hab sie, ich hab sie. Und mit der Prop-Gun können wir theoretisch uns ganz einfach, wenn wir halt im richtigen Modus sind, also quasi die Insel gestartet haben, können wir uns halt verwandeln in verschiedenste Objekte. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Wir brauchen die Prop-Gun zwar, aber wir brauchen hinter dem Rift, der quasi zur Main-Insel zurückgeht, nochmal ein weiteres Objekt. Das werde ich jetzt ganz kurz bauen. Ich resize das ganz kurz. Und dann nehmen wir uns einfach, würde ich sagen, den Stuhl hier. Den machen wir dann noch ein bisschen kleiner. No, wait, ich hab's falsch gemacht. Nehmen wir den Stuhl hier. Lol, ich bin dumm. Ich habe den Stuhl jetzt klein gemacht, Bro, und setze den jetzt quasi hier direkt hinter diesen Rift. So, hier steht jetzt so ein ganz kleiner Stuhl. Siehst du ja vielleicht? Ja. Richtig süßes Ding. Ich setze es mal ganz genau hier so hinter. So. Und jetzt, Schmocki, kannst du mal ganz kurz die Insel starten. Und jetzt ist eigentlich relativ simpel, was wir machen müssen. Wir können nämlich jetzt anhand dieser Größe, dieses Props quasi, unsere Größe in-game ganz leicht ändern. Wir brauchen nämlich nur die Prop-Gun, meine Freunde, und müssen dann später nochmal einen Turret placen. Der Game-Mode wird ja hier sowieso direkt beendet. Und ich würde sagen, Schmocki, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die Prop-Gun. Ich habe den Bug noch nie probiert. Du musst quasi durch den Rift laufen, Bro. Und genau in dem Moment klickst du quasi drauf. Also. Ah. Na, guck mal, jetzt bin ich der kleine Stuhl. Will ich aber nicht sein, das heißt, okay, du gehst quasi genau. Wenn du im Rift bist, drückst du quasi drauf. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen habe. Okay, du musst, glaube ich, aber was gehen. Ich glaube, ich hab's geschafft. Okay, Bro. Oder? Okay, warte, noch nicht. Pass auf, jetzt müssen wir das Wichtigste machen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal ein Turret placen. Komm mal her, Bro. Ja. Wir bauen es mal ganz kurz. Und zwar hier hin. Steig mal das Ding ein. Ja. Und steig jetzt mal aus. Du bist immer noch gleich groß. Dann habe ich es nicht geschafft. Schade drum. Ich würde sagen, okay, ich glaube, wir müssen das Game gar nicht starten, Bro. Warte mal. So, und jetzt muss ich mich hier schon, kann ich mir jetzt hier theoretisch schon verwandeln. Das ist ganz nice. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Bei mir leckst er mich gerade. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Okay, kannst du mal... Oh, ich sehe es, du leckst übel. Ja, ja, ja. Ja, ich gehe ins Turret rein. Lol! Oh mein Gott. Alter, guck mal! Guck mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, was? Digga, was? Man kann damit sogar bauen und alles, guck mal. Ja, hast du's aber gemacht? Ultra, was ultra. War dein Timing? Ich bin ganz kurz vorher, bin ich quasi reingelaufen. Ja? Lol. Okay, Leute, guckt mich mal bitte an, wie klein ich bin. Guck mal, Schmocki, ich reite das Lava. Lami, da bist du ja. Das ist ja ultra geil. Willst du mal einen kleinen Menschen an die Mond machen sehen? Achtung. Ja, mach mal. Ist das geil. Mach mal Loser Dance. Okay, warte. Stell dir vor, er steht so vor dir. Okay, was ist, wenn ich jetzt eine Waffe nehme? Die Waffe ist auch klein. Alter. Oh, guck mal. Null. Warte mal, bist du auch schwieriger zu treffen? Wahrscheinlich schon, ja? Ne? Meine Hitbox ist jetzt verändert, Digga. Es ist alles anders. Das Ratio, zum Beispiel zum Bauen. Guck mal, Junge. Kann man überhaupt mal bauen? Überhaupt nicht. Es ist ganz anders. Es ist ganz, ganz anders. Oh mein Gott, Leute. Okay, guck dir das mal an. Also der Bug ist, wie gesagt, super, super simpel. Und bringt natürlich auch in-game keinen Vorteil, also in Pubs. Aber in Creative ist es auf jeden Fall richtig funny. Und ich würde sagen, wir versuchen gleich mal richtig, richtig groß zu werden. Das geht nämlich damit auch tatsächlich. Okay, Schmocki, steig ein. Ja, ich leck nicht. Ich hab den Leck-Video. Okay, du musst es zeitlich richtig hundertprozentig hinbekommen, Bro. Du musst wirklich hundertprozentig hinbekommen. Ich spiele in der Zwischenzeit mal ein bisschen rum. Alles funktioniert ganz normal. Ich nutze diese Nades und alles. Nein, ich will das auch hinbekommen. Stell dich mal okay, vor, also Leute. Das Anzeichen war Stell das dir vor, Fortnite-Skins sind so klein. Oh, ist das geil, Alter. Ich könnte mich in Pubs, könnte ich mich einfach irgendwo verstecken. Ich könnte einfach hier in Pubs, könnte ich hier quasi stehen, so, mit der T-Pose. Und keiner würde mich jemals erkennen. Das ist ja zu geil. Boah, wir müssen auch mal so klein gegen groß machen. Einer muss groß sein, einer muss Auf klein sein. Auf jeden Fall. Guck mal, Schmocki, ich bin so groß wie zwischen deinen Beinen. Guck mal. Was? Krass, Digga. Ey, ich muss jetzt auch klein werden. Ich check's jetzt, okay. Ich mach's jetzt. Okay, wäre es nicht funny, wenn du sogar groß wirst? Egal, versuch jetzt mal klein zu werden. Und dann machen wir mal später groß versus klein als nächstes Format, Leute. Ja, auch geil. Ja, ich leck. Okay, nice. Okay, Bro, komm rein. Ja, du hast es. Ja, du hast es. Steig aus. Was geht ab, Schmocki?
Digga, was? Digga, was? Hä, wie geil, Alter. Ich muss das bauen. Komplett anders, oder? Komplett anders, oder? Alter, das ist ja ultra schwer. Heftig, heftig. Okay, halt den Ziel könnte halt echt richtig lustig sein, ne? Stell dir mal vor, Schmocki, du musst mich in einem Baum finden. Digga, man kann dich nicht finden. Hä? Wo bin ich? Man sieht dich überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Bin komplett invisible, oder? Was? Boah, das Alter Schwede. Komm mal mit, Schmocki, komm mal mit. Wir machen ein bisschen Roleplay, okay? Okay. Komm mit. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf, ja? Und du bist plötzlich ultra klein. Du bist so richtig klein. Alle Menschen sind geschrumpft. Dann sitzen wir hier in einem Café und wollen nur was zu essen bestellen, okay? Ich komme. Morgen! Schönen guten Abend! Ein wunderschönen. Was? Wie groß ist das denn hier alles? Nichts drin im Tisch. Guck mal, man kann die besuchen. Das ist ein Bug, das kann man momentan auch machen. Stell dir jetzt mal vor, Bro, warte mal. Ja, ich könnte so ein Cup sein für die Cola hier. Alter, du könntest wirklich genau da drunter passen. Vor allen Dingen, guck mal hier, man spielt Hide and Seek, okay? Ja. Und es gäbe Ingame-Figuren. Boah. Ich sehe einfach aus wie eine Actionfigur, oder? Das ist krank, ja. Junge. Oh, komm, Schmocki, guck mal hier. Guck mal, wir sind so groß wie eine Flasche. Guck mal. Das ist halt echt der geilste Bug, den ich jemals gesehen habe. Wirklich. Oder? Ist richtig, richtig nice, ne? Ich will unbedingt groß sein. Lass mal bitte groß sein. Okay, Schmocki, warte. Ich würde sagen, starte mal das Spiel kurz. Ich will wissen, ob wir beide gegeneinander 1v1 können. Als Minis. Boah, was? Let's try. Auf geht's. Warte. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich wieder groß sein. Wahrscheinlich sind wir wieder... Oh mein Gott, wir sind klein. Halt's Maul. Oh mein Gott, ist das lustig. Oh mein Gott, Mini 1v1, Schmocki. Yeah. Okay, Schmocki wird mir jetzt halt komplett die Ehre nehmen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Keine Sorge, Bruder. Also, ich habe noch nie so gefightet in der Form, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gut. 3, 2, 1, go. Und 90s machen ist ja ekelhaft, Bruder. Digga, wo bist du? Oh mein Gott, warte mal. Ja? Halt mal dein Maul, warte mal, Moment mal. Ist meine Hitbox anders? Warte, ich schau. Bleib mal stehen. Ich schieße so ein bisschen daneben. Ja, du bist wirklich so klein. Ah! Oh mein Gott. Tumli. Na komm, gib mir den Edit. Komm. Ich kann nicht mehr editen. Was? Ich kann nicht... Ah, doch, geht. Jetzt muss ich mir 20 HP noch irgendwas reißen hier. Ich werde trotzdem verkacken. Ah! Digga, du bist so schwer zu treffen. Alter, ist das behindert. Ich treff dich nicht. Du bist untreffbar. Alter. Ich bleib im Lowground. Wo bist ich bleib du im denn? Lowground. Schmocki. Spannend. Digga, es ist unmöglich, dich zu treffen. Hilfe, wo bist du? Ich höre dich nicht mal. Digga, du bist so klein. Ich habe keinen Plan, wie man dich treffen soll. Alter, man trifft ja einen wirklich gar nicht. Ja. Dieser Scheiß-Kampf, Schmocki. Ich bin so schlecht in 1v1s. Das ist aber auch kein wirkliches 1v1. Ich bin runtergefallen. Hä? Oh mein Gott, du Sohn. Alter, Schmocki. Du tryhardest aber auch ganz schön hier gerade, ja, ne? Ja, Digga, weil du geschummelt hast. Ich war voll drauf. Nein, Alter. Oh, Junge, Alter. Okay, Schmocki, stell dich mal wieder ganz kurz hinten an den Horizont. Jetzt bin ich normal groß. Ja. Ich bin respawned. Nein. Stell dich mal nach ganz hinten. Stell dich mal nach ganz hinten und ich muss mal versuchen, dich zu treffen. Lauf einfach mal ein bisschen. Ja, okay, es geht schon. Alter Schwede. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf Full End groß. Okay, Schmocki? Ja, und dann jetzt machen wir es mal richtig groß. Mini okay. Gegen groß. Mini gegen groß. Beende mal das Game. Nee, Mini gegen groß wird nochmal ein extra Video, Bro. Ah, okay. Bei 20k Likes. Auf geht's, Leute. Mini versus groß. Wenn ihr Bock habt, 20k Likes, drop dash. Let's go. Wir nehmen uns wieder die Waffe, meine Freunde. Unser kleines, aber feines Gerät. Dann gehen wir vorne hin und machen den Stuhl jetzt diesmal nicht klein, sondern groß. Boah. Ey, damit. Who's your daddy, Alter? Leute, who's your daddy auf einem anderen Level? Einfach so ein Riese, der so auch zur Familie gehört. Die Kinder können klein sein, Schmocki. Und, oh, stimmt. So, und machen den mal ein bisschen größer. Mit ein bisschen größer meine ich sehr viel größer. Nehmen den ungefähr so. Hast du schon mal was so Lustiges gesehen, Alter? Es ist der geilste Bug, den ich jemals gesehen habe in Fortnite. Mit Abstand. Ich glaube, ich hab's. Komm. Ja? Ja, ich hab's. Ich hab grad geleckt. Ja, ich lagge übertrieben. Ich bin riesig. Guck mal, ich bin groß. Nein. Ich bin riesig. Ich bin riesig in der Lobby. Ich bin unglaublich riesig. Nein. Geh komm rein. In die Lobby. Oh mein Gott, Schmocki, was geht hier gerade ab? Ich bin einfach unglaublich groß. Schmocki, talken wir darüber? Komm. Hä? Was denn? Du bist ganz normal bei mir. Hä? Nein, bei mir bin ich nicht. Okay, warte, ich geh mal in die Insel rein. Komplett normal. Okay, vielleicht muss ich kurz hier reinlaufen. Ich kann da nicht einsteigen. Nee, ist normal.
Ich war gerade riesig, Digga. Bei mir war ich gerade groß. Okay, Leute, also es ist halt ultra schwierig, dass ich das richtig so time. Ich glaube, das mit dem Großwerden funktioniert nicht so wirklich. Also ich war halt zumindest gerade in der Lobby. Kurzzeitig relativ groß, aber irgendwie. Also ich bug hier auch noch immer rum. Ihr seht das hier vielleicht, weil ich immer noch in diesem Prop-Modus bin, glaube ich. Ne, jetzt bin ich wieder normal. Also keine Ahnung. Ich glaube, das Großwerden ist deutlich schwieriger als das Kleinwerden, meine Freunde. Aber wie gesagt, falls ihr mal Bock habt, dass wir mal irgendwie damit Spielmodus aufnehmen, zum Beispiel 16 Kleine gegen einen Großen oder sowas, fände ich auf jeden Fall echt feierhaft. Leute, lasst auf jeden Fall gerne Daumen nach oben da, dann organisieren wir das direkt. Und das ballern wir dann sofort raus. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Falls es euch gefallen hat, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Retaliate, der Dude, der das quasi herausgefunden hat, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Schmocki vorbei, dem gottverdammten Ehrenmann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.